Ja, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, wir sind hier an der Brauerei, also gegenüber von der Brauerei. Hier passiert gleich was. Hier werden zwei neue Skulpturen eröffnet. Also quasi wird der Vorhang hier gelüftet. Dann gucken wir mal, was da drunter ist. Eine kurze Ansprache von unserem Bürgermeister Jan-Edo Albers. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns anfangen. Ich hoffe, dass Sie trotz meiner grundsätzlich nicht so lauten Stimme einigermaßen folgen können. Sehr geehrter Herr Landrat Ambrosi, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin AD Angela Dankwart, sehr geehrter Herr Reiberg, sehr geehrter Herr Schmidt, liebe Sponsorinnen und Sponsoren, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich hier an dieser Stelle gegenüber unserem schönen Brauhaus begrüßen, um die dritte Skulptur des Skulpturenpfades Bewegte Figuren hier zu enthüllen. Bewegte Figuren, Vater und Kind. Man kann feststellen, dass die Menschen in Jever diese Figuren eindeutig bewegen. Man könnte sogar sagen, die Gemüter erhitzen. Und obwohl man ja angeblich über Geschmack nicht streiten kann, können wir das in Jever anhand dieser Figuren eindeutig doch. Und ich denke, das ist grundsätzlich auch im Sinne der beiden Künstler. Aber wenn man dann die Diskussion, den Streit beobachtet, dann kann man auch feststellen, dass er gelegentlich ein wenig aus meiner Sicht ausartet und den gebührenden Respekt gegenüber allen Beteiligten vermissen lässt. Und insofern bin ich sehr froh, dass der Kulturausschuss sich dazu entschieden hat, nach der vierten Skulptur eine Schaffenspause, eine Wirkungspause einzulegen, damit dann diese Diskussion vielleicht auch wieder in die richtigen Bahnen geht und, wenn man sich die Skulpturen anguckt, vielleicht auch wieder auf die richtigen Füße gesetzt werden wird. Und von daher bin ich ganz optimistisch, dass wir dann vielleicht in einigen Jahren in der Lage sein werden, dieses Projekt richtig zu bewerten, künstlerisch zu betrachten und vielleicht nicht ganz so emotional, wie es gelegentlich hier in der Vergangenheit erfolgt ist. Enthüllen. Die Künstler waren äußerst kreativ und haben aus dieser einen Figur eine Idee entwickelt, die durchaus in der Öffentlichkeit nicht unbedingt von Anfang an sehr strittig war, denn zahlreiche Sponsoren haben die Idee für sehr gut befunden und weit über 40.000 Euro an Spenden eingebracht. Das zeigt ja, dass zwar eine Gegnerschaft besteht, die sich überwiegend vielleicht an Baumaterial, an Farbe, an Größe festmacht. Aber ich vermute mal, dass dass eine Mehrheit in Jever, dass viele, viele Jeveranerinnen und Jeveraner ihren inneren Frieden mit dieser neuen Figurengruppe bereits geschlossen haben. Ich hoffe, dass wir uns auch mit dieser Figurengruppe in einen Dialog begeben werden und auch da wieder unsere Freude dran haben. Also vielen Dank auch den beiden Künstlern. Ja, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, die Skulpturen sind enthüllt, ist okay, gehört einfach dazu. Jever ist ja die Stadt der Kunst, der Geschichte und der Sage, besonders der Kunst. Und das ist Kunst und ich finde es in Ordnung. Viel Spaß mit den Figuren und kommen Sie mal vorbei bei der Brauerei und schauen Sie sich das einfach mal an. Charlie Sanders fürs Wochenblatt-TV.